Mitte der 1930er Jahre kommt es zu mysteriösen Vorfällen auf den Galapagos-Inseln. Sie sorgen weltweit für Aufsehen und geben bis heute Rätsel auf. Denn auf der Insel Floriana leben seit 1929 Aussteiger aus Deutschland unter scheinbar paradiesischen Umständen. Aber dann beginnt ein Kriminalfall. Von 8 Personen verschwinden 2 spurlos. 2 weitere sterben unter ungeklärten Umständen. Die Überlebenden bezichtigen sich gegenseitig des Mordes. Kein geringerer als der damals schon weltberühmte Schriftsteller Georges Simenon, Schöpfer des Kommissar Maigret, berichtet im Januar 1935 im Auftrag einer großen Pariser Zeitung von den Galapagos-Inseln und versucht, Licht ins Dunkel der rätselhaften Ereignisse zu bringen. Bei seinen Recherchen stößt er auf die Geschichte von Menschen, die von einem Leben ohne die Zwänge bürgerlicher Konventionen träumen und zu Gefangenen einer Hölle werden, die sie selbst geschaffen haben. Alles beginnt mit einer großen Vision. 1929 gehen der deutsche Arzt Dr. Ritter und seine Lebensgefährtin Dore Strauch an Bord eines Schiffes. Sie wollen ihr Ideal von einem anderen Leben verwirklichen, als Aussteiger auf einer entlegenen Insel. Also Aussteiger gab es schon immer, aber zu dieser Zeit war das doch ein sehr deutliches gesellschaftliches Phänomen in Deutschland. Die Reformbewegung, zurück zu einem einfachen Leben, sich selbst versorgen, raus aus den lärmenden Großstädten und einer Überzivilisation, aus dem Lärm, zurück, raus an die Sonne. Und Dr. Ritter hing dieser Bewegung an und wollte sie auf Galapagos eben verwirklichen. Das Ziel des deutschen Paares liegt tausende Kilometer von Deutschland entfernt. Das winzige Eiland Floriana, das zum Galapagos-Archipel gehört und vollständig unbewohnt ist. In der exotischen Umgebung hoffen sie, ihr Lebensglück zu finden. Die Insel hatte schon früher Besucher aus Europa. Kein geringerer als Charles Darwin machte hier Entdeckungen, durch die er das Geheimnis der Evolution entschlüsselte. Nur der am besten angepasste überlebt. Am 29. Oktober 1929 erreichen die beiden ihr Ziel am Äquator. Ihre umfangreiche Ausrüstung lassen sie vorerst am Strand zurück. Sie ahnen nicht, dass gerade an der New Yorker Börse ein Crash die Welt in den Abgrund reißt. Am Fuß eines erloschenen Vulkans erstreckt sich ein Wald. In 700 Metern Höhe sprudelt eine kleine Süßwasserquelle. Der perfekte Ort für ihr neues Zuhause. Doch der Garten Eden ist kein Schlaraffenland. Unter großen körperlichen Strapazen errichten sie eine Behausung und ringen dem kargen Eiland Nahrung ab. Um schmerzhafte Komplikationen zu vermeiden, hatten sich Ritter, der in Berlin als Zahnarzt praktiziert hatte, und Dore alle Zähne ziehen lassen, verfügen aber nur über eine Prothese. Die teilen sie sich. Hat die trockene Erde in einen Garten Eden verwandelt. Doch es naht Abhilfe. Von Zeit zu Zeit steuert der amerikanische Milliardär Hancock mit seiner Yacht die Insel an. Weil er auch Kameras an Bord hat, existieren bis heute viele Fotos und sogar Filmaufnahmen der Protagonisten des Dramas, das sich in der Folgezeit abspielt. Hancock hegt große Sympathie für die beiden deutschen Aussteiger und sorgt dafür, dass die beiden ein zweites Gebiss erhalten. Der amerikanische Gönner liefert Ritter ein mobiles Zahnlabor. Ich denke, das wird passen. Damit stellt er für Dore eine eigene Prothese her. Stolz präsentiert sie ihre neuen Zähne. Ritter gibt sich nicht zufrieden mit dem Leben im Paradies und verfasst zum Leidwesen von Dore Artikel über ihr Aussteigerleben. Die sind alle aus Deutschland. Alle 46 Briefe. Hat die Chicago Tribune noch nicht geantwortet? Sie werden von zufällig vorbeifahrenden Schiffen mitgenommen und finden ihren Weg in internationale Tageszeitungen. Ritter und Dore werden zu Berühmtheiten. Ritter war sehr widersprüchlich in dem, was er tat. Er war auch etwas narzisstisch. Er wollte sehr stark das darstellen, was er macht. Er wollte seine Philosophie verbreiten. Damals gab es nur die Zeitungen, die dann die Schiffe mitgebracht haben.
heute wird er vielleicht eine Reality-Show machen. Und er hat auch die anderen bekehren wollen für seine Philosophie. Aber es sollten mehr aussteigen, aber nicht, wie die Engländer sagen, not in my backyard. Nicht auf seiner Insel, sondern besser woanders. Es kam, wie es kommen musste. Inspiriert durch Zeitungsartikel Ritters findet sich etwa 2 Jahre später das Ehepaar Widmer auf der Insel ein. Die wagemutigen Kölner gehen ein hohes Risiko ein. Margret ist im 6. Monat schwanger. Außerdem haben sie den Sohn aus der ersten Ehe von Karl Widmer mitgebracht, der an einer Behinderung leidet. Zunächst finden sie Unterschlupf in einer alten Piratenhöhle. Aber schon bald können die tatkräftigen Widmers in eine selbstgebaute Hütte umziehen. Ihr Verhältnis zu Ritter und Dore ist gespannt, aber man arrangiert sich irgendwie. Was die Widmers nicht ahnen, sie sind nicht die einzigen, die von Ritters Schilderung des Paradieses angezogen werden. Auch die angebliche Baronin Eloise Wagner de Bousquet hat sich Richtung Galapagos eingeschifft. Mit ihren beiden jüngeren Liebhabern und großen Plänen im Gepäck. Eine unglaubliche Landschaft. Das gibt es. Die angebliche Baroness beabsichtigte, ein Nobelhotel auf der Insel zu errichten und spielte sich von Anfang an als Herrscherin über die Insel auf. Wer die offensichtliche Hochstaplerin tatsächlich war, bleibt im Dunkeln. Angeblich stammte sie aus einem österreichischen Adelsgeschlecht und hatte in Konstantinopel als Tänzerin gearbeitet. Was ich durchgemacht habe, sowohl Margret Widmer als auch Ritter und Dore machen keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen das großspurig auftretende Trio, das den Frieden auf der Insel empfindlich stört. Wo hat sich der berühmte Doktor versteckt? Ein Besuch auf Floriana, aber ohne Dr. Ritter, wäre wie ein Besuch im Vatikan, aber ohne den Papst. Nun hat sich dieser Mikrokosmos gravierend erweitert und zum Negativen. Einerseits der Idealist Ritter, andererseits die Pragmatiker Widmer und nun, vielleicht könnte man sagen, die Parasitin, die Baronin. Wir wissen aus der Biologie, Parasiten sind sehr gefährlich für die Wirtstiere. Und die Baronin hat in der Tat das ohne dies fragile Gleichgewicht auf der Insel völlig durcheinandergebracht. Das dreiste Auftreten der Baronin, die bewaffnet herumläuft und sogar Besucher der Insel, die ihr nicht passen, durch Schüsse verletzt, vergiftet die Atmosphäre zusehends. Hinzu kommt, dass während der Trockenzeit die einzige Quelle der Insel zu versiegen droht. Aber die Baronin beansprucht das Wasser einfach für sich und denkt nicht daran, damit zu haushalten. Weiter unten bei den Widmers schmeckt das Wasser des Rinnsals regelmäßig nach Seife. Was ist das? Die Baronin hatte sicher etliche psychopathische Eigenschaften, wobei unter Frauen Psychopathen selten sind. Sie war manipulativ, sie hat ihr Äußeres eingesetzt, um Männer um den Finger zu wickeln. Sie war impulsiv, sie hat keine Schuldgefühle gezeigt, sie hat gelogen, sie hat betrogen und sie war auch aggressiv und ein bisschen kriminell in dieser Hinsicht. Gipfel der Dreistigkeit. Sie und ihre Liebhaber stehlen einfach das Milchpulver, das Hancock für das Baby von Margret Widmer mitgebracht hat. Los, noch ein Milchshake. Für die übrigen Inselbewohner ist das Maß schon lange voll. Mehrfach hat Ritter an die Regierung von Ecuador Briefe geschickt mit der Aufforderung, die aggressive Diebin und Hochstaplerin auszuweisen. Doch ohne Erfolg haben die Inselbewohner am Ende zur Selbstjustiz gegriffen? Das ist das letzte Mal, dass ihr euch etwas nehmt, das mir gehört. Ein Kriminalfall nimmt seinen Lauf. Am 26. März 1934 verlässt die Baronin mit einem ihrer Liebhaber auf einer Touristenjacht die Insel. So jedenfalls behaupten die Widmers, die angeblich die Yacht gesehen haben. Auf jeden Fall fehlt seit diesem Tag jede Spur von der Baronin und ihrem Liebhaber. Etwas anderes berichtet Dore Strauch. Sie und Ritter hätten Schüsse gehört, gefolgt von einem Schrei. Merkwürdig ist außerdem, dass die Baronin und ihr Liebhaber die Insel ohne Gepäck verlassen haben. Ungeniert bieten die Widmers die Sachen zum Verkauf an. Sogar ihr Lieblingsbuch hat die Baronin zurückgelassen. Für Dore steht fest, die Hochstaplerin und ihr Begleiter wurden in Wirklichkeit von den Widmers ermordet. Irgendwas gefällt. Oder Ihnen? Ach, Sie haben doch gesagt, Sie lieben Musik. Wie viel würden Sie dafür bezahlen? Der andere Liebhaber, mit dem sich die Baronin schon vorher überworfen hatte, wollte sich mit einem Fischer auf den Weg zu einer anderen Insel machen.
wo er eine Schiffspassage nach Europa zu ergattern hoffte. Monate später entdeckte man seine Leiche auf der unbewohnten Insel Marchena. Auch Friedrich Ritter, der Visionär und Lebensreformer, stirbt unter mysteriösen Umständen. Nach Aussage seiner Lebensgefährtin Dore wurde dem Vegetarier verdorbenes Hühnerfleisch zum Verhängnis. Trotz ihrer Warnung habe er es verzehrt. Die Widmers hingegen berichten, dass Ritter noch im Todeskampf seine einstige Geliebte verflucht habe und etwas auf einen Zettel notierte. Dore habe die Notiz verschluckt, um das Beweismittel zu vernichten. Ritter hatte Dore wiederholt gedemütigt und sogar aufgefordert, nach Hause zu fahren. Hatte sie Ritter am Ende vergiftet? Ein Vegetarier, der an Fleischvergiftung stirbt. Ein spurlos verschwundenes Paar und ein verdursteter Liebhaber. Ende eines Traums vom Leben im Paradies. Als Captain Hancock wieder auf Floriana eintrifft und Dr. Ritters Grab vorfindet, wird Dore ihn anflehen, sie mit an Bord seines Schiffes zu nehmen. Ansonsten würde sie auf der Insel gleichfalls ermordet. Sie möchte so schnell wie möglich weg. Hancock setzt sie auf dem Festland ab. Von dort tritt sie 1935 ihre Heimreise an. Georges Simenon wird über die Ereignisse eine Artikelserie schreiben und einen Tatsachenroman. Zurück in Deutschland verfasst Dore ihre Memoiren unter dem Titel »Satan kam nach Eden«. Darin verstirbt ihr über alles geliebter Gefährte an plötzlichem Herzversagen. Die Widmers bezichtigt sie, die Baronin und ihren Geliebten ermordet zu haben. Also ein nüchternes Fazit fällt schwer. Denn die Menschen waren mutig, sie waren enthusiastisch, sie haben Neues begonnen. Sie waren aber auch etwas unrealistisch und sie haben keine gemeinsamen Normen und keine Bindungen zwischen den Gruppen entwickelt. Dann gilt, was Darwin festgestellt hat: Die Natur ist kein friedliches Paradies. Es überlebt der Stärkste oder der am besten angepasst ist an die Umwelt. Und das waren in dem Fall die Widmers. Auch Margret Widmer wird über die mysteriösen Vorfälle auf Floriana ein Buch schreiben, das weltweit zum Bestseller wird. Darin wirft sie Dore vor, ihren Gefährten heimtückisch vergiftet zu haben. Noch heute leben Nachkommen der Widmers auf der Insel. Sie betreiben ein Hotel. Dort gibt es das Lieblingsgericht von Heinz Widmer. Gulasch, serviert von seiner Tochter. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah. Das müsst ihr mir schon. Die Vorkommnisse, die die kleine Insel am Ende der Welt berühmt machten, hat man nie abschließend aufgeklärt. Auch wenn sie es wär, so was denkt ihr, was sich wirklich auf der Insel zugetragen hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal und verpasst zukünftig kein Video mehr. Merkt ihm leider an, dass er niemand glücklich sehen kann, sagte dann, zu meiner Zeit gab es sowas nicht.